Wart kurz, Ricky ist auch gerade dran. Also, unser Jubiläum, Kinder. Ja, morgen vor einem Jahr hat der Zauber begonnen. Kommt mir länger vor. Kommt schon. Es war das beste Jahr unseres Lebens und das wisst ihr. In jedem Fall war es das merkwürdigste. Tja, ich denke jedenfalls, das müssen wir feiern. Natürlich nur wir drei. Ja, super. Gut. Ich organisiere alles. Überlass das mir. Wir müssen aber keine Partyhütchen tragen, oder? Wie schon gesagt, überlass das mir. Yeah! Wein und verzweifeln, Nate. Ich mach dich fertig. Ja! Der Mann ist einfach groß! Zane, kannst du etwas leiser sein, bitte? Kann ich, aber es ist schwer, sich zu beherrschen, wenn man unschlagbar ist. Na los, jetzt mach schon! So heiß drauf, platt gemacht zu werden. Wie cool war das? Alles okay? Ja, klar. Du solltest dich entschuldigen. Ganz ruhig. Das ist eine Saftbar. Ein paar Spritze abzukriegen ist ein Risiko des Jobs. Lass sie, Mann. Sie sagt doch, sie ist okay. Zane, sie war ziemlich geschockt. Also lass mich los, kapiert? Emma, alles okay? Ja, mir geht's gut. Ganz sicher? Ja, absolut. Keine Sorge. Ich will bloß allein sein. Wen interessieren die Probleme dieser Frau? Ich brauche Kleingeld für den Pooltisch. Hör zu, ich warne dich. Oh komm, ich bin Kunde in der Bar, Mann. Ich will nicht warten, weil die Bedienung ungeschickt war. Okay, ich denke, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Was, du wirst mich raus? Ich bitte dich, die Bar zu verlassen. Du wirst mich raus? Ja, raus! Sofort! Also, ich dachte, morgen Abend holen wir uns was zum Mitnehmen. Und gucken einen Film. Hast du Lust? Oh, was ist blöd dran? Gar nichts. Hört sich gut an. Und du hast Lust, oder? Ja, klar. Ist nur so, dass ich normalerweise alles organisiere. Oh, tut mir leid, ich wollte nein. Nur... Nein, ich find's schön. Das heißt, du bist glücklich. Ja, bin ich. Was ist denn los? Ash hat mich rausgeworfen. Wieso? Ich hatte einen kleinen Zusammenstoß mit Emma. Sie ist nass geworden. Sie hat's bis in den Kühlraum geschafft, alles okay. Ich habe dafür gesorgt, dass er sie in Ruhe lässt und er wirft mich raus. Und, kommst du? Nein, wir sehen uns später. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Los, komm. Das war echt knapp. Ich hätt's fast nicht... Weißt du, dass Ash Zane rausgeworfen hat? Ja. Musste er. Zane war unmöglich. Sekunde mal. Er hat mir gesagt, er hat versucht zu helfen. Zu helfen? Auf keinen Fall. Er wusste, was passieren kann. Und es war ihm total egal. Das hat er aber nicht gesagt. Tja, glaub nicht alles, was Zane dir erzählt. Es war nämlich so. Willst du sagen, Zane lügt? Lass mich mal überlegen. Ja. Oh, hi. Hi. Hör mal. Wir haben morgen tatsächlich unser einjähriges Jubiläum. Als Meerjungfrauen. Oh, ich gratuliere. Das wollen wir groß feiern. Und zwar nur wir drei, bei mir. Das heißt, du bist auch eingeladen. Du musst echt kommen. Ja, das mache ich gern. Brauchst du noch Hilfe? Klar. Komm schon, wir erzählen es Emma und Ricky. Das ist so typisch für dich. Du denkst, Zane ist ein Idiot. Du hast ihm doch nie eine Chance gegeben. Jetzt geht es also um mich, ja? Ja, das kann schon sein. Vielleicht hättest du ganz einfach besser aufpassen müssen. Was ist denn los, Leute? Zane ist hier rausgeschmissen worden. Frag Emma. Hey, wirf mir das nicht vor. Es war Zanes Schuld, nicht meine. Ach, kommt. Was es auch ist, wir können es klären, oder? Und ich habe tatsächlich super Neuigkeiten. Louis hat angeboten, mir beim Organisieren der Party zu helfen. Ist das nicht super? Ist es, oder? Wenn sie kommt, komme ich nicht. Das gilt für mich auch.
wir müssen das jetzt klären. Okay, fein. Was machen wir mit Miss Neunmal Schlau Emma? Ricky, wieso versucht ihr nicht, den Standpunkt der anderen zu verstehen? Tue ich ja. Aber sie hat Unrecht. Sie hat nicht total Unrecht. Und du hast nicht total Recht. Du weißt doch selbst, wie Zane manchmal ist. Du bist also auf ihrer Seite? Ich bin auf gar keiner Seite. Das solltest du aber sein, Cleo. Wär definitiv besser. Hast du mit ihr gesprochen? Ja. Ist sie immer noch so verbohrt? Emma, ihr seid beide verbohrt. Wir sollten einfach drüber reden. Das haben wir doch schon. Sie will es einfach nicht einsehen. Ash hat nichts falsch gemacht. Das siehst du doch auch so, oder? Ich sage gar nichts. Tja, wäre aber definitiv besser für dich. Cleo, ich habe schon alles für die Party organisiert. Eine Lichtanlage, ich habe ein Soundsystem. Das ist toll, Luis. Hör mal, wegen dieser Party. Cleo, kann ich dich mal kurz sprechen? Du willst hier doch keine Party feiern, Liebling. Vielleicht bloß eine ganz kleine. Nein, daraus wird nichts, Cleo. Ich habe blöde Arbeitszeiten diese Woche. Ich gehe nachmittags ins Bett und stehe nachts um eins wieder auf. Ich brauche meinen Schlaf, Cleo. Und keine Partys. Okay. Dann feiern wir woanders. Es ist zwar kurzfristig, aber wir finden noch was anderes. Ist nicht schlimm, echt. Es geht alles schief, Luis. Emma und Ricky sind immer noch zerstritten. Ihr klärt das schon wieder. Das glaube ich nicht. Ich meine, Emma und Ricky sind immer verschiedener Meinung über irgendwas und ich stehe immer zwischen den beiden. Aber dieses Mal... Dieses Mal ist was? Dieses Mal ist es ernst. Ich meine, wenn wir nicht zu Meerjungfrauen geworden wären, dann wären wir doch niemals Freundinnen. Womöglich sollten wir gar keine Party feiern. Hey, sowas darfst du nicht denken. Ihr drei seid toll. Ihr seid die besten Freundinnen und das hat nichts damit zu tun, dass ihr Meerjungfrauen seid. Ehrlich? Ehrlich. Danke, Luis. Du bist der Beste. Hey. Okay, komm schon. Gib nicht auf. Ruf sie an. Trommel sie zusammen. Okay. Und zwar auf neutralem Boden. Ricky. Und Zane. Ricky sagte, du willst reden. Das ja, aber nur mit Ricky. Wir können vor Zane reden. Das können wir gerade nicht, weil Zane... Was will der denn bitte hier? Was wird das hier? Also, ich wollte, dass ihr zwei kommt, um zu reden. Ich dachte, wir finden eine Lösung, aber ihr solltet nicht eure Freunde mitbringen. Ash hat wenigstens nichts falsch gemacht. Und das hat Zane auch nicht. Doch, hat er. Deshalb habe ich ihn rausgeworfen. Du bist so ein Mr. Wichtig. Wirklich? Weißt du, ich kenne Typen wie dich. Ach, wie bin ich denn? Laut. Willst immer im Mittelpunkt sein. Du musstest im Leben noch nie für irgendwas arbeiten. Du bist lächerlich. Lächerlich. Okay, dann komm. Hört auf! Hört auf! Was soll der Mist? Geht jetzt! Verschwindet von hier! Wieso muss uns ein Streit zwischen zwei Jungen auseinanderbringen? Es ist nicht meine Schuld. Ach, vielleicht meine? Seht ihr? Es geht schon wieder los. Es ist doch unser Jubiläum. Es müsste etwas Besonderes sein. Es müsste gefeiert werden, oder nicht? Cleo, mir ist zurzeit nicht zumute nach Feiern. Ich will davon nichts hören. Dad erlaubt nicht, dass die Party bei uns stattfindet. Deshalb dachte ich an Mako Island. Kommt schon, Leute. Das ist wirklich wichtig. Wir sind Freundinnen, oder? Tja, eure Freundin bittet euch zu kommen. Um 4 Uhr. Bitte. Ja, okay. Von mir aus. Ich bin dir echt dankbar, Luis. Hey, ich helf doch gern. Hat Spaß gemacht.
Du wirst von den Sachen begeistert sein. Das wird eine super Party. Tja, danke. Du warst klasse. Also, dann bis nachher. Ja, okay. Ich bin so um... Luis? Was ist das alles? Planst du eine Party oder sowas? Ja, sowas in der Art. Unser Date hast du aber nicht vergessen, oder? Unser Date? Aber natürlich nicht, nein. Ich helfe nur einem Freund, dann bin ich wieder da. Ich vergesse doch nicht meine eigenen Pläne. Für was hältst du mich? Für einen vergisst Pläne und so, Kerl? Ja, ich wollte nur nachfragen. Dann bis dann. Ich werde da sein. Was soll das bitte werden? Ich hänge hier rum. Was willst du dagegen tun? Die Polizei ist schnell hier. Mach doch, was du willst. Ich werde mich ein bisschen amüsieren, bis sie hier sind. Hör zu, Zane. Hier so herumzuhampeln, um in einem Kühl zu wedeln, ist dämlich. Ach, wirklich? Davon wirst du kein besserer Spieler. Was, denkst du etwa, du könntest mich schlagen? Locker. Okay, Großmaul. Dann lass mal Taten sprechen. Eine Partie. Wenn ich gewinne, dann bin ich wieder Gast. Wenn ich verliere, hau ich ab, okay? Du hast schon Hausverbot, Zane. Das ist reizlos für mich. Ja, das war klar. Alles nur Gerede. Hast Angst zu verlieren, hä? Gut, von mir aus, Großmaul. Bau schon auf. Was ist hier los? Oh, nur ein Spielchen unter Freunden. Tja, womöglich auch unter Feinden. Richtig? Richtig. Danke. Das sieht toll aus. Was willst du mit dem Laptop? Oh, das ist eine Überraschung. Wir sollten warten, bis Emma und Ricky hier sind. Es sieht hier jedenfalls super aus. Danke, Luis. Sie werden begeistert sein. Ja. Und, wann wollten Sie hier sein? Bald. Komm, Ash, das schaffst du. Du denkst doch nicht ernsthaft, dass er gewinnt. Los, Zane, das schaffst du mit links. Ist nicht nötig, ihm was einzureden. Das macht er doch schon selbst. Komm schon, leg los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, war das super? Das war super. Na, immer noch zuversichtlich? Wieso nicht? Die Ablage ist unterirdisch. Der nächste Stoß ist unmöglich. Pass auf und lern, Ash. Pass auf und lern. Oh, entschuldige. Sollte mich der Stoß jetzt etwa beeindrucken? Ich geb dir mal eine Chance, Ash. Verbox sie bloß nicht. Du hast die Kugel bewegt. Ich hab sie nicht angerührt. Das ist ein Foul. Jetzt bin ich zweimal dran. Hey, seit wann das? Hör auf, hier Regeln zu erfinden und mach deinen Stoß. Zane weiß sich nicht anders zu behelfen, oder? Er hat doch gar nichts getan. Ja, klar. Wie spät ist es, Luis? Halb fünf. Wann wollten Sie denn hier sein? Sind wohl spät dran, was? Tja, es wird etwas spät. Denkst du, Sie brauchen noch lange? Wieso? Musst du noch irgendwo hin, Luis? Ja, ich habe ein Date mit Charlotte. Oh. Sorry, das war schon vorher geplant. Und außerdem ist das ja euer Jubiläum. Ja, klar. Schon okay. Geh, ich komm klar. Und du wartest dann hier allein? Ja, mach dir keine Sorgen um mich. Okay,
Dann bis später. Oh, wirst du jetzt nervös, Zane? Rede dir ruhig Mut zu, Ash. Weißt du, es wird angenehm, wenn du nicht mehr hier bist. Dann ist Schluss mit heißer Luft hier drin. Das war's dann. Was ist? Wird dir die Sache zu heiß? War ja nur ein Elfmeter ohne Torwart. Emma, check doch mal die Klimaanlage. Ich weiß, was du machst. Wer? Ich? Was ist das denn? Hey, lass das sein. Der Stoß zählt. Du betrügst. Du hast angefangen. Zwing mich nicht zum Äußersten. Ihr zwei jetzt völlig verrückt geworden? Was soll denn dieser Schwachsinn? Hattet ihr nicht eine Verabredung? Tut uns wirklich leid, Louis. Wir haben es irgendwie... vergessen. Ja, ich weiß. Tja, beeilt euch jetzt. Sie wird da nicht ewig warten. Kommst du nicht mit? Sorry, ich war schon verabredet. So just the other day, it all just felt so real, like nothing could go wrong. It's like a never ending dream, nothing ever changed for so long. But now you've gone away, and I've tried turning the page, and it's just not the same. But I'm breathing in and I'm breathing out. I'm wide awake, but I can hear a sound. Though I'm breathing in, I can feel. Wo sind die Mädels? Das weiß ich nicht. Und? Lassen wir das jetzt sein? Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Du? Nicht wirklich. Und, wollen wir was trinken? Ja, klar. Glaub bloß nicht, dass die aufs Haus gehen. Was soll's sein? Hey, komm ich zu spät? Eigentlich ja. Der Film läuft seit einer halben Stunde. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Tut mir wirklich leid. Ich hätte anrufen sollen. Aber keine Angst, ich habe alles organisiert. Was ist das? Dein Lieblingsessen. Wie bestellt. Und ich dachte, anschließend gucken wir deinen absoluten Lieblingsfilm. Frühstück bei Tiffany. Hast du den... Ja, klar. Ich weiß, du hast ihn schon 100-mal gesehen, aber... Das ist perfekt.
Sie ist nicht hier. Wir sind zu spät. Wow. Sie hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Wir müssen sie suchen. Ja. Hey, Ricky, ich wollte bloß sagen, es tut mir wirklich leid. Mir auch. Ich kann ab und zu ein klein wenig verbohrt sein, das muss ich zugeben. Ja, das kannst du. Ich kann aber auch verbohrt sein. Vermutlich noch schlimmer als du. Ja, das stimmt. Komm schon, was denkst du, wo sie hin ist? Ich bin hier, Leute. Was ist mit Ash und Zane? Ach, vergiss sie. Es sind bloß Jungs. Hübsche Jungs, aber auch dämlich und angebermäßig. Es tut uns wirklich leid, Cleo. Es kommt nicht wieder vor. Bis zum nächsten Mal. Das gibt's nicht. Du hattest recht. Einen Freund zu haben ist zwar nett, aber ihr seid viel wichtiger. Verzeihst du uns? Bitte. Womöglich. Hey, klasse. Kommt schon. Höchste Zeit, dass die Party losgeht. Wartet. Wirklich erst ein Jahr, Leute? Kommt mir länger vor. Das beste Jahr, das wir je hatten. Kurz, Ricky ist auch gerade dran. Also, unser Jubiläum, Kinder. Ja, morgen vor einem Jahr hat der Zauber begonnen. Kommt mir länger vor. Kommt schon. Es war das beste Jahr unseres Lebens und das wisst ihr. In jedem Fall war es das merkwürdigste. Tja, ich denke jedenfalls, das müssen wir feiern. Natürlich nur wir drei. Ja, super. Gut. Ich organisiere alles. Überlass das mir. Wir müssen aber keine Partyhütchen tragen, oder? Wie schon gesagt, überlass das mir. Yeah! Wein und verzweifeln, Nate. Ich mach dich fertig. Ja! Der Mann ist einfach groß! Zane, kannst du etwas leiser sein, bitte? Kann ich, aber es ist schwer, sich zu beherrschen, wenn man unschlagbar ist. Na los, jetzt mach schon! So heiß drauf, platt gemacht zu werden. Wie cool war das? Alles okay? Ja, klar. Du solltest dich entschuldigen. Ganz ruhig. Das ist eine Saftbar. Ein paar Spritze abzukriegen ist ein Risiko des Jobs. Lass sie, Mann. Sie sagt doch, sie ist okay. Zane, sie war ziemlich geschockt. Also lass mich los, kapiert? Emma, alles okay? Ja, mir geht's gut. Ganz sicher? Ja, absolut. Keine Sorge. Ich will bloß allein sein. Wen interessieren die Probleme dieser Frau?
Ich brauche Kleingeld für den Pooltisch. Hör zu, ich warne dich. Oh komm, ich bin Kunde in der Bar, Mann. Ich will nicht warten, weil die Bedienung ungeschickt war. Okay, ich denke, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Was, du wirst mich raus? Ich bitte dich, die Bar zu verlassen. Du wirst mich raus? Ja, raus! Sofort! Also, ich dachte, morgen Abend holen wir uns was zum Mitnehmen und gucken einen Film. Hast du Lust? Oh, was ist blöd dran? Gar nichts. Hört sich gut an. Und du hast Lust, oder? Ja, klar. Ist nur so, dass ich normalerweise alles organisiere. Oh, tut mir leid, ich wollte nur... Nein, ich find's schön. Das heißt, du bist glücklich. Ja, bin ich. Was ist denn los? Ash hat mich rausgeworfen. Wieso? Ich hatte einen kleinen Zusammenstoß mit Emma. Sie ist nass geworden. Sie hat's bis in den Kühlraum geschafft, alles okay. Ich habe dafür gesorgt, dass er sie in Ruhe lässt und er wirft mich raus. Und, kommst du? Nein, wir sehen uns später. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Los, komm. Das war echt knapp. Ich hätt's fast nicht... Weißt du, dass Ash Zane rausgeworfen hat? Ja. Musste er. Zane war unmöglich. Sekunde mal. Er hat mir gesagt, er hat versucht zu helfen. Zu helfen? Auf keinen Fall. Er wusste, was passieren kann. Und es war ihm total egal. Das hat er aber nicht gesagt. Tja, glaub nicht alles, was Zane dir erzählt. Es war nämlich so. Willst du sagen, Zane lügt? Lass mich mal überlegen. Ja. Oh, hi. Hi. Hör mal. Wir haben morgen tatsächlich unser einjähriges Jubiläum. Als Meerjungfrauen. Oh, ich gratuliere. Das wollen wir groß feiern. Und zwar nur wir drei, bei mir. Das heißt, du bist auch eingeladen. Du musst echt kommen. Ja, ja, das mache ich gern. Brauchst du noch Hilfe? Klar. Komm schon, wir erzählen es Emma und Ricky. Das ist so typisch für dich. Du denkst, Zane ist ein Idiot. Du hast ihm doch nie eine Chance gegeben. Jetzt geht es also um mich, ja? Ja, das kann schon sein. Vielleicht hättest du ganz einfach besser aufpassen müssen. Was ist denn los, Leute? Zane ist hier rausgeschmissen worden. Frag Emma. Hey, wirf mir das nicht vor. Es war Zanes Schuld, nicht meine. Ach, kommt. Was es auch ist, wir können es klären, oder? Und ich habe tatsächlich super Neuigkeiten. Louis hat angeboten, mir beim Organisieren der Party zu helfen. Ist das nicht super? Ist es, oder? Wenn sie kommt, komme ich nicht. Das gilt für mich auch. Wir müssen das jetzt klären. Okay, fein. Was machen wir mit Miss Neunmal Schlau Emma? Ricky, wieso versucht ihr nicht, den Standpunkt der anderen zu verstehen? Tu ich ja. Aber sie hat Unrecht. Sie hat nicht total Unrecht. Und du hast nicht total Recht. Du weißt doch selbst, wie Zane manchmal ist. Du bist also auf ihrer Seite? Ich bin auf gar keiner Seite. Das solltest du aber sein, Cleo. Wär definitiv besser. Hast du mit ihr gesprochen? Ja. Ist sie immer noch so verbohrt? Emma, ihr seid beide verbohrt. Wir sollten einfach drüber reden. Das haben wir doch schon. Sie will es einfach nicht einsehen. Ash hat nichts falsch gemacht. Das siehst du doch auch so, oder? Ich sage gar nichts. Tja, wäre aber definitiv besser für dich.